Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei Ü40 Zocken. Ja, an dem kurzen Intro habt ihr es schon gemerkt, wir holen mal wieder den guten alten Kalle aus Unna, unseren Hardcore-Agenten aus der Versenkung. Denn wer rostet, der rastet. Nee, wer rastet, der rostet. So rum ist richtig, kleiner rhetorischer Fauxpas, wie der Franzose zu sagen pflegt. Kurzes Update, wir sind mit Kalle tatsächlich auf Level 21 angelangt, ohne ja, zu sterben. Das war ja vorher mit Hank und der guten alten Dame Jill. Ja, ging das eher daneben. Wir begeben uns jetzt in den Bezirk Constitution Hall, machen jetzt erstmal den ersten Kontrollpunkt und dann werden wir uns im Laufe des Videos weiter vorkämpfen bis in den West Potomac Park und dann zum Abschluss das Lincoln Memorial, den Haupteinsatz machen. Ja, ausrüstungsmäßig ist ein bisschen schwierig. Wir kennen das ja während der Story. Muss man eben mit dem auskommen, was so droppt. Ich habe es einigermaßen hingekriegt, ihn auf ein bisschen Fertigkeiten zu skillen. Das heißt, ich bin natürlich, ihr kennt mich, mit Geschütz und Seeker Mines unterwegs. Als Waffen auf dem ersten Slot habe ich mir ein M60 Replika gecraftet und im zweiten Slot ebenfalls ein selbst gecraftetes M4 Polizei. Und läuft ganz gut. Also funktioniert einigermaßen gut. Ich habe ein bisschen China Light mit dabei für den Explosionsschaden. Cooldown-Zeiten sind noch relativ lang. Das heißt, ich muss mich auch ja, öfters mal für etwas längere Zeit in Deckung begeben, bis der Cooldown von den Seeker Mines wieder da ist. Ist aber gar nicht schlecht, denn wie gesagt, wir spielen ja auf dem Hardcore-Modus, das vergesse ich immer gerne. Und da muss man ja sowieso ein bisschen aufpassen. Freunde, ich hoffe, es geht euch gut, dass ihr den Montag gut über- und verlebt habt und den Start in die neue Woche dementsprechend gut gestaltet habt. Bei mir ist es ein bisschen alles ein bisschen durcheinander geraten. Ich habe gestern die Frühschicht gehabt und heute und morgen hätte ich eigentlich Tagschicht, aber ja, ist mal wieder akuter Personalmangel, deswegen muss ich heute und morgen die Spätschicht von 17 bis 22 Uhr machen, was aber auch nicht schlecht ist, denn dann habe ich vormittags ein bisschen Zeit, ja, ein paar Videos zu machen. So, dann schauen wir mal, wie das hier so abgeht. Die M4 Police hat das Talent zukunftsträchtig. Irgendwie sowas mit Zukunft drauf, ihr wisst schon, was ich meine. Kills mit der Waffe erhöhen dann für 15 Sekunden den Fertigkeiten-Level und das ist stapelbar und irgendwann kriegt man dann auch noch einen Overload, Overdrive. Mein Gott. Na, dafür, dass ich eigentlich sehr viel Division 2 und Division 1 spiele, vergesse ich diese Sachen immer gerne, aber ihr wisst, was ich meine. So, der erste Boss ist da. Das Ganze ist natürlich noch im Story-Modus, also von daher nicht zu vergleichen mit den Kontrollpunktkämpfen, die wir dann später im Endgame haben werden, wenn der gute wenn der gute Kalle das auch überleben sollte. Aber ich bin guter Dinge. So, der hat sich da oben jetzt verschanzt. Der Kollege. Aber den kriegen wir schon. Der wird jetzt. Jetzt macht er seinen fatalen Fehler. So, das Geschütz aufgehoben. Und Stellung beziehen, um den Gegenangriff abzuwehren. Ja, dadurch, dass ich meine Arbeitszeiten jetzt die 3 Tage verschoben haben, war gestern auch ein bisschen seltsam. War dann heute Nacht noch topfit und habe dann tatsächlich eine Runde Survival im PvP gespielt. Und die kriegt ihr natürlich auch noch diese Woche zu sehen. Und das ist eine absolute Hammerrunde geworden. Also da ist wirklich von A bis Z alles dabei. Und kann ich euch nur empfehlen, das müsst ihr euch anschauen, wenn ihr euch meine Sonntags-Survival-Streams anschaut, dann wird euch diese Runde auch sehr interessieren. Ich wollte eigentlich meinen Highscore knacken, der liegt bei 22.970 und ob das geklappt hat oder nicht, das seht ihr in den nächsten Tagen und wie gesagt, müsst ihr euch anschauen.
Denn was in der Runde alles passiert ist, ist, ja, das sieht man nicht alle Tage. So, feindliche Anführer neutralisiert. Damit ist die Geisterbahn eingenommen. Dann schauen wir doch gleich mal, was es alles im Vorratsraum zu looten gibt. An der Stelle möchte ich dann auch mal die Gelegenheit nutzen, mich bei allen Kanalmitgliedern zu bedanken. Auch den neuesten, die ihr jetzt hier eingeblendet seht. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr mich monatlich unterstützt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist mir durchaus bewusst. Und ich kann euch nur sagen, das hilft mir auch sehr weiter. Vielen Dank dafür. So, wir müssen jetzt erstmal das Safehouse freischalten, dass wir da zukünftig auch hin und her schnell reisen können. Ja, der gute Kalle, ich habe noch einen Haufen Projekte offen für die ja, Campus- und Theatersiedlung und ja, muss da einen Haufen Zeug noch spenden. Aber ich habe relativ viel heute schon erledigt, denn mir ist ja eingefallen, dass heute am 20. August immer noch der Loot Goblin aktiv ist und der wird auch hier vom guten Kalle gespawnt und dann habe ich heute Morgen so mal eine halbe, dreiviertel Stunde damit verbracht, den einfach zu farmen. Der droppt natürlich kein hochwertiges Zeug. Der droppt zwar die Weihnachtsgeschichten, die sind aber natürlich alle Level 30, das heißt, die kann ich jetzt mit dem Kalle natürlich nicht verwenden, aber die habe ich dann alle verkauft für gutes Cash und die anderen Sachen, die er gedroppt hat, also Ausrüstungsteile, die waren vom Level her nicht so, dass ich sie hätte benutzen können. Die waren Level 19, also schon unterhalb von dem. Hoppla, wen haben wir da? Zack, einmal kurz ins Bild und dann rausgesprengt. Und ja, alle diese Level 19 Sachen habe ich dann dazu benutzt, um meine Projekte quasi abzuschließen. Da muss ich dann auch noch im Campus, im Theater dann die ganzen Belohnungen, Blaupausen etc. abholen. So, wir haben das Safehouse, das Archiv freigeschaltet. Und ich glaube, ich habe da gerade einen Elite-Ressourcenkonvoi auf der Map aufblitzen sehen. Da ist er. Den nehmen wir natürlich mit. Der liegt sowieso genau in der Richtung vom nächsten Kontrollpunkt, den wir machen müssen. Imagine how bad things would have to get for Directive 51 to be activated. Every other option would have to fail. Every single one. That you tell me Kelso is exactly the kind of person you want. Und bei der Gelegenheit auch gleich noch ein kurzer Hinweis auf den, ja, Freundeskanal von Nerd und Hane. Die haben heute ein Video veröffentlicht, wie man denn jetzt nach dem letzten Update an Kinas Uhr kommt. Und wenn ihr also gerade Level 40 geworden seid und euch wundert, wo ihr die Uhr herkriegt, dann schaut doch bei Nerd und Hane im Video vorbei. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung unter diesem Video. Und falls ihr Nerd und Hane noch nicht kennt, dann schaut euch unbedingt den Kanal an. Sehr, sehr, sehr witziger und ja, spannender Content, Division 2 und andere Games, und ist immer ein Abo wert. Grüße gehen raus an Nerd und Hane. Und seine Community natürlich, die auch zahlreich immer in meinen Livestreams und Videos mit auftaucht. So, jetzt müssen wir das hier mal unter Kontrolle kriegen mit dem Elite-Konvoi. Ich denke mal nicht, dass da hochwertig groß was rauskommt, aber ein paar XP-Punkte können wir da schon noch mit abgreifen. Hoppla, ans Mikrofon gekommen.
Und beim Stichwort Mikrofon fällt mir gerade noch was anderes ein. Und zwar habe ich unter meinen Videos in der letzten Zeit manchmal Kommentare gehabt, dass der Sound ein bisschen, ja nicht schlecht, aber seltsam ist. Und zwar würde sich mein Game-Sound so anhören, als wenn er irgendwie aus dem Badezimmer kommen würde. Und ich bin gerade dabei, dieses Problem irgendwie einzugrenzen und ein paar Sachen auszuprobieren, unter anderem hier in diesem Video. Und ich glaube, ich bin auch drauf gekommen, woran es lag. Das Problem ist das Aufnahmeprogramm. Ich nehme ja mit dem Nvidia Shadowplay auf. Ich glaube, inzwischen heißt es schon wieder anders. Aber ihr wisst, was ich meine mit dem Grafikkarteninternen Aufnahmeprogramm. Und da ist das Problem, dass der nur quasi eine Audiospur aufnimmt. Und später beim Bearbeiten im Videobearbeitungsprogramm lege ich dann einen Audioeffekt drauf, der meine Stimme ein bisschen verstärkt und klarer macht, damit man mich eben besser versteht. Das hat aber dann zur Folge, dass der Game Sound ein bisschen gedämpft wird. Also der zieht dann quasi meine Sprachspur nach oben und die Game-Audiospur nach unten. Jetzt bei dem Video habe ich es mal so gemacht, ich habe zuerst nur das Video aufgenommen und spreche dann später drauf und lege dann auf beide Spuren jeweils verschiedene Effekte, um dann zu sehen, ob sich da was ändert. Also wenn ihr jetzt irgendwie was hört oder so, was komisch ist oder nicht so gut ist, dann bitte auch unten in die Kommentare rein, denn ich arbeite natürlich ständig dran, auch meine Inhalte qualitativ so zu verbessern, dass es für euch halt angenehm ist. Ja, und heute probieren wir das eben mal mit den zwei Audiospuren auf. Ist natürlich etwas aufwendiger, weil ich im Endeffekt zuerst jetzt eine Stunde lang das Video aufnehmen muss und dann im Videobearbeitungsprogramm nochmal eine Stunde lang drüber quatschen muss. Aber was soll's, wenn's hilft, dann machen wir das eben in Zukunft so. So, der Boss verschanzt sich da hinten. Geben wir mal eine Seeker Mine. Hab natürlich jetzt für das M60 auch noch kein erweitertes Magazin. Kann natürlich auch noch keine Spezialisierung irgendwie verwenden. Denn bei der Gunner-Spezialisierung würde ich ja die große Magazintasche auch noch haben. Das heißt, ich habe jetzt nur 100 Schuss, was dazu führt, dass ich häufiger nachladen muss. Aber gut, im Story-Modus. Nichtsdestotrotz, ich vergesse immer, dass ich im Hardcore-Modus spiele. Okay, ein Sturm zieht auf. Also es ist, ich habe tatsächlich so das Gefühl, dass diese Sturm so wie er jetzt aufzieht, oder der Regensturm, wie ihr in dem Intro zum Beispiel gesehen habt, auch die, ja, die AI beeinflusst, quasi ihre Sichtweite oder wie schnell die mich eben auffassen können. Allerdings werden wir auch gleich sehen, dass irgendwie das Geschütz meiner Meinung nach davon auch beeinflusst wird. Also ich habe jetzt das Geschütz da unten stehen und solange dieser Sturm Vollgas tobt, schießt das Geschütz irgendwie gar nicht, außer wenn die Gegner wirklich direkt davor stehen. Also denke ich mal, die Wettereffekte sind tatsächlich so gemacht, dass sie auch einen Einfluss darauf haben, wie die Elektronik den Gegner auffasst. Aber ist einfach episch, ne? Man sieht eigentlich gar nichts. Es ist wie im Nebel rumstochern. Ja, heute ist der 20. August, also jetzt, wo ich das Video mache, ist Dienstag, der 20. August. Heute in einer Woche kann ich bereits Star Wars Outlaws spielen, also theoretisch. Denn der Release ist ja am 30., das ist der Freitag nächste Woche. Und dadurch, dass ich ja dieses Ubisoft Connect Plus Abo, wie auch immer das jetzt heißt, die haben ja auch die Tendenz, ihre Sachen da immer alle paar Monate umzubenennen, aber ihr wisst, was ich meine. 17 Euro im Monat und man kann alles immer sofort in der Deluxe oder Super Duper höchsten Stufe spielen. Und der nächste Vorteil ist 3 Tage früher Zugang, das heißt, ich könnte Star Wars Outlaws ab dem 27. schon zocken. Das einzige Problem, was mir so ganz unheilvoll schwant, nachdem ich die Systemvoraussetzungen mir angeschaut habe, ist ja die Frage, ob mein Rechner damit zurechtkommt oder nicht.
So, Kalle, jetzt machen wir noch mal ein bisschen hier einen auf Breakdance zur Auflockerung. Ja, ich werde mir das auf alle Fälle anschauen, ob mein Rechner es packt oder nicht. Sehen wir dann, wenn das einigermaßen qualitativ spielbar ist, so auf 2K zumindest, dann wird es natürlich auch hier auf dem Kanal gezeigt, ganz klar. Denn das ist natürlich ein Spiel, auf das ich eigentlich auch schon lange warte. War bei Star Citizen, nicht Star Citizen, Starfield. Auch so, aber leider macht da der Rechner nicht mit. Ich habe sowieso das unheilsschwangere Gefühl, dass ich irgendwann in der nächsten Zeit dann mal ja, wieder aufrüsten muss. Das ist halt der Nachteil vom PC, ne? Auf der Konsole, wenn man immer die High-End-Konsole, die aktuellste hat, dann hat man damit überhaupt keine Probleme grafisch. Läuft da immer alles auf Vollgas, aber beim PC ist es halt, ja, da ist man halt gezwungen, von Zeit zu Zeit nachzurüsten. So, wir haben den Kontrollpunkt auch, haben alles eingesammelt, noch Munition auffüllen und jetzt machen wir uns auf in den West Potomac Park und zwar schnurstracks zum Safe House. So, bevor der Sturm vorbei ist, das wollen wir noch ein bisschen genießen und natürlich auch ausnutzen, denn unter dem Schutz dieses Sturms können wir wahrscheinlich relativ unbehelligt bis zum Safe House durchkommen. Ja, sieht gut aus. Das ist jetzt mehr so der Sahara-Staubsturm anscheinend. Okay, wir haben eine Propagandasendung, lassen wir aber links, in diesem Fall rechts liegen. Wir sammeln jetzt auch hier gar nichts ein, sondern einfach nur schnell durch zum Safe House, um das Ganze freizuschalten. So, West Potomac Park entdeckt. Gibt auch wieder ein paar XP-Punkte. EP. Erfahrungspunkte. Vor uns Gegner. Umgehen wir. Einmal kurz Seeker Mines raus, um die abzulenken und dann quer durch den Teich. Der große Teich. Ja, der Sturm lässt schon langsam nach, habe ich das Gefühl. Was haben wir da? AI prügelt sich. Okay, nur noch eine übrig. Sehr gut. So, und jetzt rein hier in den Souvenirladen. Aber vorher ordnungsgemäß nachladen und sichern. The last agents were driven out of here when the True Sons took over the area. You can use their intel to get things back on track. All right, you've got your work cut out for you. Be careful. Electronic device detected. What's wrong? You seem a little down. It's nothing. Oh, don't give me that. Something's on your mind. It's none of your business, Manny. Jesus. It is my business because it affects me when you're moving around like this. You want to know what I'm thinking? Yes, that's why I asked. I'm thinking I chose wrong. That I'm in the wrong place doing the wrong things. What are you talking about? Being here in DC instead of being home with my family. I know the feeling. I think everybody does. I'm not sure if this is the right choice, but it isn't the wrong one. And that counts for something. That might be the least stupid thing you've ever said. I have my moments. It's stupid, but it's less stupid than usual. I'll accept that. Gut, wir nähern uns dem Lincoln Memorial, dem Haupteinsatz, den wir ja jetzt absolvieren müssen, um in der Story weiter voranzukommen. Der ist mit Level 20 ausgeschrieben. Wir haben Level 21. Müsste eigentlich klappen. Wenn ich nicht wieder irgendeinen groben Schnitzer reinbringe, was bei mir durchaus passieren kann. Ne? Ihr kennt mich. Also wer länger dabei ist, weiß, dass bei mir immer alles passieren kann. Aber ich bin zuversichtlich. Ich habe ein gutes Gefühl. Echo detected. Ja, die sammeln wir jetzt auch nicht ein. Die habe ich mit dem Hauptcharakter schon alle eingesammelt. So, da ist es, das Lincoln Memorial.
Gut. Story, Gegnerstufe 20. Dann mal los. Ja, Sommer-Event müsste eigentlich heute auch vorbei sein. Du. Ich habe da eigentlich nicht viel gemacht. Ich glaube, ich habe da nur den ersten Cowboy-Hut habe ich mir geholt. Der sieht ganz gut aus mit so einer blauen Neon-Umrandung an der Krempe. Aber ansonsten bin ich auch kein Freund von irgendwelchen Cowboy-Outfits. Ich hätte lieber mehr so Military-Style-Outfits im Game. Verschiedene Tarnmuster etc. und solche Sachen. So ähnlich wie bei Ghost Recon Breaking Point. Da kann man seinen Charakter ja, was weiß ich, wie customizen. Und ja. Aber gut, wir können schon mal froh sein, dass sie von diesen Hawaii-Hemden Spinnereien, die sie am Anfang hatten bei Division 2, ein bisschen abgerückt sind und einigermaßen ja, eine breite Palette an Outfits für alle Geschmäcker jetzt mittlerweile bereitstellen. Aber wie gesagt, ich persönlich würde mir mehr militärische Sachen wünschen. Gut. Ist schon ein krasser Unterschied zwischen Story und Heroisch und so, wenn man überlegt, was bei Heroisch oder Legendär hier los ist. Aber ist klar, bei der Story wollen sie natürlich die Leute, die da neu anfangen zum Beispiel, nicht gleich komplett erschrecken. Ja, dann machen wir mal die Tür auf und schauen, was da drin los ist. Portable electronic device detected. Ja, das nehmen wir auch mit. Noch ein paar kleine EPs, zack. Major Ridgway, I want to come back to something you said earlier. Your specific words were they, referring to the operational planners. Wie macht ihr das eigentlich? Wenn ihr die Dinger aufsammelt, hört ihr euch die wirklich an oder hört ihr euch die später an, so in dem Sammlungsreiter? Weil ich habe auch schon Videos auf YouTube gesehen, wo sich Leute explizit nur mit diesen Funksprüchen etc. befassen und versuchen, irgendwelche Sachen daraus zu lesen. Auch Sachen, die die Zukunft betreffen irgendwie von dem Spiel. Und das ist mir halt auch ein bisschen zu... Das ist mir zu hardcore. Manchmal höre ich es mir an so, wenn es gerade reinpasst, wenn ich eine Strecke laufen muss, dann lasse ich es halt laufen und höre zu. Oder meistens drücke ich es weg. Und im Gegensatz zum ersten Teil, also im ersten Teil habe ich, ich glaube, da habe ich alles, was es zu sammeln gibt, aufgesammelt. Und auch bei den Global Events die ganzen Auszeichnungen, Abzeichen und Klamotten etc. Aber hier im zweiten Teil fehlt mir noch einiges, gerade an den Funksprüchen. Früher hätte ich es wahrscheinlich tatsächlich so gemacht, dass ich mir irgendwo gegoogelt hätte, wo die alle sind und hätte die dann wirklich eingesammelt, nur damit ich sie alle habe. Aber wie gesagt, das ist mir auch echt viel zu stressig. Ich will ja schließlich spielen und nicht irgendwie hier mich quälen. Ja, ich muss unbedingt was mit dem Fertigkeitentempo muss ich was machen, aber momentan muss ich ja darauf vertrauen, dass mir irgendwas droppt, was da reinpasst in das Set. Und ja, da kann man nicht viel machen. An der Werkbank könnte ich jetzt schon ein paar Sachen machen. Wie gesagt, M60 und M4 habe ich ja schon gecraftet. Aber die ganzen anderen Blaupausen, die muss ich natürlich auch erstmal zusammensammeln. So, jetzt wird es interessant. Jetzt kommt nämlich, glaube ich, der erste wirklich große mit seinem Granatwerfer, der fett eingepackte. Schauen wir mal, wie das läuft.
I see you! All clear. I repeat, the compound is all clear. Now that can't be all of them. Check the interior while I get Henry's people to maintain the perimeter. Was mir beim Spielen schon aufgefallen ist und jetzt, wo ich es mir nochmal anschaue, sehe ich es auch wieder. Das M60 hat halt jetzt absolut keine Stabilität. Das wandert quer über den Bildschirm beim Schießen. Und ja, deswegen sieht es auch manchmal so aus, als hätte ich überhaupt kein Aim. Das bin ich halt von meinem Endgame-Charakter gar nicht gewohnt, weil der, mit dem kann ich mit dem LMG, das ist so zielsicher, das ist ganz seltsam. Viele schwören ja auf die Sturmgewehre, aber bei Sturmgewehren habe ich immer irgendwie das Problem, dass ich komplett verziehe im Gegensatz zum MG, was eigentlich, ja ich weiß nicht, eigentlich macht das ja gar keinen Sinn, ne? Weil das Sturmgewehr sollte eigentlich mehr Stabilität und Präzision haben als das LMG, aber naja, gut, im Real Life schießt man mit dem LMG natürlich auch nicht 150 Schuss am Stück raus, sondern kurze Feuerstöße, zumindest wenn man in Deutschland ausgebildet wurde. Bei den Amerikanern sieht das natürlich ein bisschen anders aus, aber naja, sei es drum. Es ist alles nur ein Computerspiel. So, wer es nicht weiß, hier, da wo ich jetzt hinziele, also nicht ganz da hinten, sondern links davon in dem Raum, findet ihr zwischen den Regalen einen Schlüsselanhänger, ne, nicht Schlüsselanhänger, so einen Rucksackanhänger mit Abraham Lincoln dran. Also wer den noch nicht hat, den findet ihr da hinten. Ich kann ihn jetzt natürlich nicht aufsammeln, weil ich ihn A schon habe und B auch gerade hier ja, ein bisschen beschäftigt bin. Was mir bei dem Spiel immer noch gefällt, sind so die Explosionseffekte, Rauch, dann die ganzen Splitter und Trümmer, die da so wegfliegen. Da hinten, wo der jetzt schießt, in dem Raum zwischen den Regalen, müsst ihr gucken, auf der rechten Seite sind so Regale, so Verkaufsregale, das ist ja so ein Souvenirladen. Und da am Boden findet ihr dann den Rucksackanhänger, falls ihr ihn noch nicht haben solltet. Na? Wo habt ihr euch versteckt? Nochmal. Zack, das war gut. Zukunftssicher heißt das Talent, glaube ich. Jetzt kommen die nächsten da hinten raus. Oder einer ist es, glaube ich, noch, der da hinten kommt, oder? Ja, der rennt da rum. So, dann begeben wir uns mal weiter in die Tiefen unterhalb des Memorials. Ah ne, ich muss jetzt erst zum Terminal. Ü, lies halt mal. Das Terminal benutzen, steht oben links. Schöner Grundriss vom Gebäude. Isaac can't access data on this location. Stay alert. Gestern war, fällt mir gerade so ein, wo ich diesen Grundriss sehe. Gestern habe ich irgendwo, das muss auch hier auf YouTube gewesen sein, ein Video gesehen über Deutsche, die in New York Restaurants oder halt so Imbissbuden und so haben, was weiß ich, die verkaufen halt deutsche Bratwurst und so. Und der eine hat dann schon ewig lang ein Gasthaus so auf Bayerisch gemacht und die Leute lieben das da, ne? Die essen, die hauen sich da die Schweinshaxen rein ohne Ende, aber das, darum ging es eigentlich gar nicht. Witzig war, dass eine Familie aus Hamburg hatte einen Bratwurststand im Bryant Park. Und der Bryant Park ist, wenn wir im Survival in der Kirche spawnen, ist es die Kirche. Also der Bryant Park ist auf alle Fälle mit auf der Map. Und das Coole war, das, was ich da jetzt gestern im Video gesehen habe, sah ihm wirklich 1:1 so aus wie dieser Park und die Straße daneben im Survival, nur eben halt ohne Schnee, war klar. Na, aber man konnte es tatsächlich erkennen, ne? Und das finde ich schon cool, wenn das so realistisch rübergebracht wurde. Ich hatte schon mal überlegt, ob ich mir nicht auf Google Maps so die Sachen, die Hotspots oder die Sehenswürdigkeiten, die man im Survival sehen kann, mal anschaue und daraus irgendwie so ein Vergleichsvideo mache. Ne? Also einmal Real Life, man kann ja mit Google Maps quasi auf Straßenniveau die Kamera runtersenken und dann eben daneben gestellt quasi, wie das Ganze in-game aussieht. Können wir ja mal machen. Das ist bestimmt interessant.
got us for? Anybody believe that's in for a nasty surprise? You ain't sticking around? Oh, I'm sticking around. So. I've got my men to look after. Everybody else, though, they can fend for themselves. Bin mal gespannt nachher. Ich sehe nämlich gerade hier auf der Aufnahmesoftware die Ausschläge vom Mikro. Und selbst wenn ich nicht spreche, haben wir so ein leichtes Irgendwas ist da im Hintergrund. Ich hoffe, dass es euch das nicht stört, falls man es hört. Ich musste mir das Ganze nachher nochmal anhören. Aber ich hoffe, dass das nur so ein Grundrauschen ist. Und zweites Stichwort Mikrofon. Ich habe das Mikrofon jetzt in OBS. Im Streaming-Programm wieder so eingestellt, dass ich eigentlich wieder gut zu hören sein müsste. Ich habe mir den letzten Livestream nochmal angeschaut und da gab es ja Probleme mit dem Mikro. Keine Ahnung, was ich da verstellt hatte. Auf jeden Fall war ich da ziemlich leise und das wird beim nächsten Livestream wieder alles okay sein. Nur so am Rande. So, nicht vergessen, du bist im Hardcore-Modus. Lass mir die sich mal austoben da hinten. Das Geschütz hält einiges aus. Ich glaube, ich bin Fertigkeit mit Rang 3 oder 4 habe ich sogar. So, Sieger meins raus. Jetzt wäre natürlich die Caesars Wache Weste, wäre es natürlich Gold wert. Mit den Cooldown-Verkürzungen. Oder ein Hardwired-Set. Das gute alte Hardwired. Ich muss mir das mal wieder anschauen. Ich meine, die haben das Hardwired-Set ja mehr oder weniger damals leicht kaputt gemacht. Also dieses Talent, dass das Geschütz unter Strom steht, das war ja beim Hardwired-Set früher automatisch mit dabei. Dann haben sie es rausgenommen, haben es als eigenständiges Talent auf irgendeine Rüstung gesetzt, glaube ich. Und ja, schade eigentlich. Weil Hardwired, das war mein absolutes Lieblingsset. Ich habe nichts anderes gespielt. Also vom Anfang, bis sie es dann quasi verändert haben, habe ich eigentlich nur Hardwired gespielt. Es hat heute auch noch seine Vorteile. Also mit Hardwired, wenn man es richtig anstellt, kann man Seeker Mines raus spammen ohne irgendwelchen Cooldown. Man muss halt dann zum Beispiel den Drohnenstock noch mitnehmen, rausschmeißen, aufheben wieder. Und dann geht das da ruckzuck. Hier hinten müsste eigentlich erstmal das. Und dann, genau, das wollte ich, so eine Zusatzkiste. Ein Vermass. According to the schematics Isaac pulled upstairs, we can lock that tunnel door from their control center. That should keep them from being able to transport those mortars loaded with these. So, dann killen wir die hier mal im Kontrollraum, machen den Tunnel dicht und wischen dann mit den Endgegnern den Boden auf. Kalle ist halt gut drauf. So, wir nähern uns dem letzten Raum und wenn ich alleine bin und jetzt auch gerade im Hardcore, gehe ich da gar nicht erst rein, sondern ich mache nur die Tür auf und na, hier geht es nicht, aber hier neben der Wand, neben der Tür quasi, kann ich mich verschanzen und dann lasse ich die kommen, also ich gehe da gar nicht erst rein, funktioniert genauso und die haben einen ziemlich weiten Weg, wenn die da hinten spawnen, bis sie zu einem kommen. Deswegen kann man die da leicht wegfrühstücken. So, da ist der erste Boss.
Private Trevor Hansen. Das wird sein letzter Kampf sein. Zack, M4 raus. Und tschüss, Hansen. Nächster bitte. Ich glaube, es sind insgesamt drei, oder? Drei oder vier. Drei sind's. Ramos. Jeremiah Ramos, Private. Oh, Sanitäter. Sanitäter sind gar nicht gern gesehen. Schön vorbeigeschossen, jawohl. Er will es immer wieder wissen, ne? Und seine Kumpels wiederbeleben. Aber das funktioniert nicht. Sondern jetzt müsste der Dicke von oben runter gesprungen kommen. Da sind sie schon. Und der ist ja irgendwie immun, ne? Ja. Macht nichts, den kriegen wir schon auch platt. Also, der Kalle. Kalle ist mit allem Wasser gewaschen. Ja, ein Flammenwerfer hat er. Okay. Oh ja, lass dir Zeit, Kalle, beim Nachladen. Der ist ja nur noch 10 Meter weg. Gut, dass er die Granate neben die Tür geworfen hat. So, jetzt hauen wir erstmal seine Munition raus. Zack. Zeig dich nochmal, komm. So. Ende Gelände, damit ist Lincoln Memorial abgeschlossen. Wir schauen nochmal schnell durch. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir da hinten nicht irgendwo noch Loot rumliegen haben. Aber zuerst holen wir hier die Munition, die Spezialmunition nehmen wir noch mit. Auffüllen. Und Brandmunition ist es, glaube ich, oder? Ja, es ist Brandmunition. Und da müsste hier irgendwo noch mal eine Kiste sein. Das brauchen wir nicht. Hier ist auch nichts. Da ist sie. Gut. Die stecken wir aber ins M4, die Brandmunition, die andere. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir hoch. If you hadn't stopped them. I know they would have used those weapons on us, and we would have ended up like Castle. I can't tell you how relieved I am to have you on our side. Thank you. Ja, thank you, das ist a great blow to the True Sun's infrastructure. Auch mein Stichwort. A massive cache of chemical weapons and eliminated a stronghold near the campus. You should be proud. You saved a lot of lives today. Denn ich verabschiede mich hier an dieser Stelle von euch für dieses Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt mir in die Kommentare, was ihr über den guten Kalle denkt, ob ihr den öfters sehen wollt. Und wir sehen uns spätestens in einem meiner nächsten Videos oder Livestreams. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken, bleibt gesund. Es verabschiedet sich der Kalle und der Ü40. Tschüss.